143 kommen. Ja, eins verstanden. Ja, in der nächsten Ortschaft schmeißen wir ihn raus. Hier eins, ich höre. Na, hier drei sind vorbeikommen. Hier eins verstanden. Erhöhen auf 40 km/h. Hier drei verstanden, Ende. Auf 40. Ja, hab ich verstanden. Gut, im Endeffekt musste ich nur an die vorne richten. Das ist wie beim Fliegen in der Staffel. So. Die Aufgabe des Staffelführers ist, nicht in den Boden zu fliegen. Und die Aufgabe der Staffelflügelmänner ist es, nicht in den Staffelführer zu fliegen. Und was ist mit Feindbekämpfung? Hey, das mache ich nicht in der Formation. Apropos, bei Formationen sind wir ja schon beim nächsten Punkt. Nein, was? Ja, es gibt ich fand's ja schon, ich habe mir das Video über den Gruppenführerlehrgang angeguckt. Wenn ich überlege, wie ich bei der Bundeswehr ausgebildet wurde und was ihr für Formationen alles aussieht, braucht kein Mensch. Ja, ne? Das ist echt cool. Da kann man den größten Teil weglassen, aufgrund dessen, dass es einfach nicht taktisch nicht gebraucht wird. Welches denn zum Beispiel? Außer Diamant? Den amerikanischen. Ne, also Diamant gibt's nicht, Linie gibt's so nicht. Es gibt eigentlich nur Schützenreihe und Schützenrudel, wenn man sich im Gelände bewegt. Was oder Teams. Okay. Gibt's noch die Feuerlinie, aber die ist im Endeffekt auch bloß das Rudel, ne? Was ist mit Keil? Fürs Wofür? Wald durchforsten finde ich das ganz praktisch. Nein, das ist Rudel. Dann nennt man das Schützenrudel, das ist viel praktischer. Eins an alle in der Stadt verringern wir auf 30. Hier drei verstanden kommen. Bei Linie hast du halt den einen riesen Nachteil. Feind ist vor dir. Was ist das erste, auf das du ziehst, wenn du nach vorne schaust? Dein Vordermann. Es kommt jetzt aber darauf an, wo du dich im Gelände bewegst. Also wenn du dich im Wald bewegst, bewegst du dich meistens in Schützenreihe. Viel praktischer, weil du dann auch, wenn eine Granate einschlägt, nicht so viel zu tun hast. Fällt ja maximal ein oder zwei Leute aus, statt das ganze Ding. Okay. Ja, aber auf das Feedback. 1, 4, 3 sind jetzt in der Stadt kommen. Sind wir sehr gespannt. Die machen halt. Ja, einfach nach vorne orientieren. Na, und weiter geht's. Es ist immer nur unglaublich viel Spaß in so einer Ortschaft mit einem Bildschirm vom Turret den Überblick zu behalten. Ja, das ist super. Ich meine, ich sehe hier oben viel mehr. Ich verlasse mich da ganz auf halt den. Hier rechts am Baum. Und malen die Karte nach, mein Fahrer erkennt die schwarzen Linien nicht. Was? Roadblock vorne hinten. Hier, drei verstanden kommen. Roadblock. Wobei das bei uns nämlich einfach ist, stehen bleiben und drehen. Mach das mal mit einem Radfahrzeug, das wird ein bisschen quietschen. Ja, das geht schon. Wir haben das normalerweise immer mit dem TPZ gemacht, das geht eigentlich ganz gut. Da muss der Fahrer nur rechtzeitig genug Bescheid wissen, dann macht er 45 Grad und kann auch eigentlich fast direkt weiterfahren. Und mit dem MG kannst du super sichern. Na gut, der hat ja auch ordentlichen Schwenkbereich von Reiten. Ja, das geht aber auch mit einem 10-Tonner oder 5-Tonner. Die haben genauso einen großen Schwenkbereich für die Lenkachsen. Es geht auch mit dem Axor. War der Axor schon wieder? Der Mercedes-Benz-Zeugs. BW Fuhrpark. Achso, BW Fuhrpark. Ja, Iveco und so ein Käse, ne? Ja. Also der 8x8 ist gar nicht so schlecht. Was ich immer ganz lustig fand, ist, ich war ja damals in der Materialgruppe von unserem Panzergrenadier, also ich war ja damals tatsächlich sogar Panzergrenadier, war da in der Materialgruppe Bewirtschaftung und da ist ja alles, was zur Kaserne rein und rausgeht, gegenüber uns. Und wenn du dann stellenweise einen Schwerlasttransporter reinbekommst, um einen TPZ abzuholen, der gerade mal seit 2 Wochen in der Einheit ist und der muss ja, zurück zurück ins Depot zur Instandsetzung. Warum? Weil an der Mittelachse der Federbolzen gebrochen ist. Das ist unzweckmäßig. Ja, weil sie gemeint haben, wir fahren jetzt mal über die Panzerbahn. Mhm. Erster Hügel, Potz!
jeder braucht. Nee, aber ganz geschickt als Radfahrzeugersatz für den TPZ ist das eigentlich der Boxer, das ist eigentlich nicht so schlechtes Ding. Und Marsch. Kommt im nächsten BW-Mod-Update mit rein. Ist angedacht, aber ich glaube bis jetzt nur als BRT. Panzermarsch. Hier drei Kolonne rollt, kommen. Eins verstanden, Ende. Zu rollt. Nach dem nächsten Roadblock halten müssen wir mal einfach rückwärts weiterfahren. Mal gucken, ob es das merkt. Ich merke es. Ja, wir zeigen dem Feind einfach die schwächste Partie vom Panzer. Super Idee. Ja, wir sichern ja nach hinten, von daher. Der BAT fängt alles ab. Eins an alle Lageinfo. Straße ist vorne durch Bäume blockiert. Überhaupt nicht mitgehört. Ja, also definitiv. Das wohl verstanden. Sieht dann nach Barrikade aus. Ist auf jeden Fall nicht natürlich. Nicht natürlich. Hier drei verstanden kommen. Was erwartest du für eine Antwort, wenn du sowas funkst? Was? Würde mich jetzt mal kurz interessieren. Wenn ich drei verstanden kommen sage? Ja. Dann weiß der Gruppenführer bzw. der Marschkolonnenführer, dass ich es verstanden habe. Und da wenn dann noch weitere Infos kommen, dann kann er weiterfunken. Okay, weil für mich so die Infos, wie wir momentan haben, wenn wir sagen, komm, dann erwarten wir eine Antwort. Deswegen. Ja, ja. Im Normalfall kommt eine Antwort. Aber ich halte damit den Kanal für mich und den Dings frei. Okay. Dann sollte eigentlich keiner dazwischen funken, solange ich kommen sage. Wenn ich jetzt mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit weiß, dass er nichts mehr antwortet, sage ich Ende. Alles klar. Mach den Funkkreis wieder frei. Ja, normalerweise hättest du Uwe quasi noch beenden müssen. Ja, aber der ist momentan am Überlegen, aber... Hier eins an alle, wir fahren rückwärts in die letzte Ortschaft. Oh Gott. Hier drei verstanden kommen. Panzer rückwärts Marsch. Ich mach's jetzt blind. Lenken. OPZ hier Alpha 1 kommen. Bring nach. Ah, ist das gut? Das war zu viel. Jetzt ist gut. Ja. Eins an alle, wir werden von vorne beschossen, weichen aus. Soll ich mitdrehen? Ja, dreh mal mit. Nach vorne. Müsste auf 260 sein. Circa. Ich sehe die Leuchtspur, ich sehe aber noch kein Ziel. Infanterie sind Tag bewaffnet. Ihr dreht die Fahrzeuge um und fahrt schneller weg. Feuerfreigabe? Auf MG, auf erkannte Feinde. Können wir entweder noch einen Schritt zurück oder vor? Ich habe gerade einen Baum im Schussfeld. Zurück. Wir drehen die Fahrzeuge. Drehen den Panzer. Du kannst... Wo halt? Ich hab kein Schussfeld mehr, ich seh nichts mehr, weil es der Wald im Weg ist. Okay, Feuer einstellen. Weiter zurück. Ja, kurz vor dem TBZ. 3D, dreh dich mal um, Hauptkampfrichtung, Richtung Westen. Hier drei Hauptkampfrichtung Westen kommen. Sollten wir uns nicht lieber drehen? Ja, drehen. OPZ hier Alpha kommen. Willkommen. Hier Alpha stehen im Feuergefecht bei 660226. Dort Straße blockiert durch Baumstämme. Erbitten Ausweichroute über Winzendorf Richtung Süden nach Bergen kommen. Standby. Auf wie viel Entfernung ist denn der Feind? Aber was konnte ich denn das nochmal messen bei dem Chess-TBT? Ihr Alpha konnte sie nicht aufnehmen, wiederholen, kommen. Nebel, Feind, Nebel. Alpha, Standby, kommen. Ansonsten lass sie noch ein bisschen rankommen. Ihr Alpha, wiederholen bitte, kommen. Es ist halt unheimlich schwer, die Ziele mit einem MG zu treffen, weil die sich dann so... Wir können nicht eine Bobcat zu verlassen, lass sie näher rankommen.
Komm an. Der Wald ist noch 400 dicht. Meter. Noch 400 Meter sind im dichten Wald. Lass ihn näher rankommen. Auf 268 ist einer. Die Alpha verstanden, nehmen Rundumsicherung bei Winzendorf ein und warten dort auf Räumfahrzeug durch 400, Pioniere. Kommen jetzt raus. Trennung, Frage, wie lange brauchen die kommen? Da die sich gerade in Baranier befinden, einer ist bekämpft. 15 Minuten, kommen. Einer ist noch im Wald. Weiter rechts. Hier Alpha verstanden, okay. Warten, Feuer sehen, einstellen. Mike, kommen. Verstanden. Alpha Ende. Ja, das Funken muss er auch nochmal üben. Okay, Lageinfo. Die OPZ schickt Räumfahrzeuge, damit wir die Straße räumen können. Wir verharren hier weiter in der Rundumsicherung. Trennung, Feindlich Frage, raus. Fahrzeug 3, okay. Erkennt ihr da noch Feinde kommen? Wir haben zwei Feinde bekämpft bis jetzt. Auf 268. Ein feindlicher Schütze, 270, 396 vor eigener kommen. Könnt ihr den bekämpfen? Hier drei derzeit durch dichte Bewaldung nicht möglich kommen. Hier eins verstanden. Weiter auf der Stelle verbleiben. Hier drei verstanden kommen. Ich habe einen Vorschlag. Ja. Ich könnte ein paar Meter auf die rechte Straßenseite rollen, damit wir einen besseren Schusswinkel haben. Ich habe hier Infanterie bei 291. Ich erkenne aber nicht, was das ist. 291? Ja. Ja, siehst. Warte, ich prüfe. Sieht feindlich aus. Ist Feindkraft bekämpfen? Jo, ist bekämpft. Neben liegt noch einer, habe ich. Schön. Kommt noch, ist bewusstlos. Jetzt. Okay. Dann. So. Schauen wir mal. Oh, da hinten Nebels. Ja, das sind die, was ich gerade bekämpft habe. Okay. Achte mal auf die. Drei, warum raucht das da im Wald? Hier drei, das waren zwei feindliche Schützen, direkt bekämpft, kommen. Eins verstanden. Bewegung wieder an derselben Position, jetzt auf 297. 297? 98, 300. Sehr dichtes Holz, ich sehe nur ganz kurz durch das Thermal aufblitzen. Ja, ich sehe es. Ah, ich habe Bewaffnung gesehen. Was für eine? Gewehr. Gewehr? So ein Gewehr, AK, irgendwie sowas. Wie viele? Das setze ich nur den einen. Es ist schwer zu sagen, weil der immer nur so schemenhaft durch die Also auf drei, 308, ca. 200 vor eigener, oder? Ich sehe ihn jetzt gar nicht mehr gerade. Ja, ich sehe nämlich auch nichts mehr. Aha. Der Malding ist. Warte, völlig Banane. Ich sehe ihn gerade auch nicht mehr. Eins hier, drei kommen. Ja, eins kommen. Hier drei auf 315, 260 vor eigener, vermutet ein feindlicher Schütze kommen. Ja, man muss mal hier ja. Eins verstanden. Solange nicht klar identifiziert, nicht bekämpfen. Habt ihr das nicht Kontakt gehabt? Das ist eine sehr Hier drei verstanden, Trennung ist bewaffnet mit Gewehr, kommen. Feuer frei. Hier drei verstanden, sobald kampfbereit, feuerfrei, kommen. Eins an alle Lageinfo, Räumpanzer hat gerade unsere Position passiert. Wir fahren ihm jetzt hinterher und unterstützen den gegebenenfalls im Kampf. Ach, zwei verstanden. Eins, Marsch. Ja, schützt sich nur, was die bekämpft. Hier drei marschieren los, kommen. Zum Arsch. Vorrichtung zur Unterstützung. Drei warte, bis wir an dir vorbeigefahren sind. Drei Panzer halt. Zwei Rollen. Aber jetzt mal aus taktischer Sicht macht es nicht Sinn, wenn wir dann vorfahren? Eigentlich schon. Okay, gut. Ich dachte, ich hätte. Egal. Hast du da drüben den Feind in. Auf 315 habe ich, ja. Passt, sehr schön.
Hat unser Eagle eigentlich einen FLW? Oben. Ja, der hat einen FLW drauf. Ja, schön, dann haben die auch Thermal, das ist gut. Bin aber nicht, grad nicht sicher, ob es eine GMG ist oder eine, Warte. Das ist ein MG. MG3. Ich hab's nicht ganz genau gesehen. Ah ja, von der Seite sieht man's ja. Das ist ein MG3. OPZ hier Alpha kommen. Normalerweise würden die auch nicht nur den Räumpanzer schicken, sondern auch mindestens ein Begleitkommando, wenn da Feindkontakt ist. Vor allem würde der nicht einfach vorfahren. Naja. Oh Gott, der rammt uns. Alles gut. OPZ hier Alpha kommen. So schön, wenn das Zeug komplett am Schwitzen ist und dann wird er doch zugefunkt wie bekloppt. Also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass das relativ einfach funktioniert. Hier Alpha 2 für Alpha 1 Information OPZ nicht erreichbar. Das liegt vermutlich daran, dass die halt sich hier um die Mission über Zeus kümmern müssen. Ja, verstanden. Da muss ich die OPZ abgeben, ganz einfach. Ja. Es ist sowieso noch so ein Wunsch immer bei mir gewesen, dass wir genug Leute haben, dass der Zeus sich komplett aus der Mission raushält, weil ich finde es immer, man merkt halt anhand der Befehle, dass die OPZ bei Zeus genau weiß, was auf die zukommt, wo sie kommen und wie sie agieren. Ja. Es ist also halt OPZ wird... Aber OBZ will ich gerne mal machen. Ja, OBZ, so ohne Wissen, nur das, was du halt zur Verfügung hast, Luftaufklärung oder halt Infos über Funk, dann deine Befehle zu geben, das ist halt eine ganz andere Fehlerquelle. Da kann ich ganz viel aus dem Ruder laufen. Ich hab das schon ganz oft gemacht auf dem Übungsplatz. Und wie oft ist es schiefgegangen? Einmal, glaube ich, beim ersten Mal. Und das ging fast ja nicht mehr. Beim ersten Mal, da prasselt halt viel auf dich ein beim ersten Mal, ne? Ja, klar. Aber es war halt nur auf Kompanieebene. Das... Und was tun, wenn der Fahrer in der Übung aufs Klo muss? Dann geht er kurz in den Wald. Das ist ganz normal. Alles klar. Und wenn die Situation zulässt, dann muss er abkloppen. Ja, oder die Hose wechseln nach der Übung. Das klingt immer alles sehr banal und witzig, aber im Ernstfall ist das so. Völlig normal. Ja. Und im Ernstfall, wenn du wirklich beschossen werden solltest, ist es ja auch völlig egal, ob du dir. Meistens passiert sogar von alleine. Das ist normal. Bis jetzt ist ziemlich ruhig. Jo. Ich könnte jetzt panisch die 1 anfunken, dass nichts passiert ist. Das ist zu ruhig. Lageinfo. 800 vor eigener, unbekannte, bewaffnete Personen. Wir nähern uns langsam an die heran. Es könnte ein ziviler Checkpoint sein. Das wohl verstanden. Ja, 3 verstanden, komm hin. Ich zoome mal drauf. Die gehen in Stellung, haben sich hingelegt. Hier Alpha 241, Frage, habt ihr die Markierung auf der Karte zur Kenntnis genommen? Also wie Zivilisten sehen die nicht aus, wie Minen. Polizei. Minen. Achtung, halt. Vorne halt. Ausweichen! Ausweichen, rückwärts Marsch! Schuss von vorne! Auf erkannten Ziele, Feuer frei!
3 anhalten, 2 und 1 hinter 3 umdrehen und wir marschieren zurück. Werbestand 500 Schuss. Ich kann eh nicht schießen, die fahren mir voll 6 Schuss fällt. Toll! Wow. Warten. 3 umdrehen und hinten anschließen. Gut. Panzer wenden, hinten anschließen. Nebeln. Musst du nebeln oder kann ich das? Du musst nebeln wenden. Und beschleunigen. Gas, 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 Gas. Vollgas. Der Nebelknopf. Ich glaube schallmäßig X oder G. Oder C. Ich kann nicht nebeln. Ich habe keinen Nebel drin. Komisch. Merkwürdig. Aber ich habe auch keinen Nebel auf dem Dings. Komisch, das ist komisch. 3 wieder umdrehen. Und Feind weiter bekämpfen. Ja, 3 verstanden. Okay, umdrehen. Wieder in Feindrichtung. Panzer halt. Das ist zu weit, das sind 1000 Meter. Feuer einstellen. 143 kommen. 41 kommen. Hier 3 sind 1000 Meter, keine Kampfentfernung kommen. Eins verstanden, falls Feinde wieder in Kampfentfernung sind, dann weiter bekämpfen. Hier 3 verstanden, Ende. 1000 Meter sind keine Kampfentfernung? Ja, nicht für die SMG. Prinzipiell kann das SMG das schon, aber also normal ist es maximale Kampfentfernung. Das? Ich habe keine Ahnung. Mein System war kurz weg. Bei mir auch. Also die Kampfentfernung ist normal. OPZ hier Alpha kommen. Hörst du kommen? Hier Alpha standen im Feuergefecht bei 654205. Fordere an Luftaufklärung durch unbemannte Drohne Luna kommen. So verstanden, Standby. Wechsel auf 30 mm HE. Gewechselt. Kannst du noch Feuer halten? Ja, momentan noch Feuer halten. Außer bei klarem Feindauftritt. Also ich habe einen in Sicht, aber der hält sich ruhig. Wo? Auf 182 direkt. Ah ja, okay, ich sehe ihn. Der liegt da. Eins an alle, Lageinfo. Wir standen im Feuergefecht, sind ausgewichen. Ich habe die OPZ, Luftaufklärung durch eine Drohne Luna angefordert. Warten dort aber noch auf Bestätigung. Das ist ganz andere, okay, Feuer einstellen. Ich bin halt. Geht der immer noch? Das sind zähe Russen. Was zur Hölle ist denn da mit denen nicht richtig? Ist die Airburst, was da so rumspackt oder wie? Der Puma hat keine Airburst, oder? Doch, ABM. Auch in dem Spiel? Nee, die funktioniert nicht so, wie sie funktionieren soll. Das meine ich. Okay, Alpha 1 von OPZ, komm. Einer. Alpha kommen. Ja, Feuer das noch klar hat ergeben, dass sich im um den Komplex 2 Gruppen und eine Patrouille befinden sollte. Komm mal. Ja, Alpha verstanden, eine Gruppe und 2 Patrouillen kommen. Negativ, 2 Gruppen und eine Patrouille. Okay. Vorrücken und ausschalten, komm mal. Da ist noch 150 ABM und noch 50. Hier Alpha verstanden, 2 Gruppen, eine Patrouille. Trennung, ist die genaue Position von den Gruppen bekannt, kommen? Positiv, eine befindet sich direkt innerhalb des Komplexes.
Dateien sich gerade recht gut, ich kann die gerade wirklich gut verfolgen. Einer ist auf 1,87. Positiv. Eine Gruppe andere befindet sich 86. innerhalb des Komplexes. Die zweite Gruppe befindet sich links an der Mauer, von ihrer Blickrichtung aus. Und die Patrouille bewegt sich hinter der T-Kreuzung rechts im Wald entlang. Kommen. Okay, die Patrouille sehe ich. Die ist auf 186 Grad im Querbewegung. Ja, und auf 184. Hier einfach verstanden, eine Gruppe ja, mit HE. Dort bekämpfen auf 186 den Schützen links an der Mauer und die Patrouille bewegt sich rechts in Richtung Wald. So, positiv, komm an. Der Alpha verstanden. Setzen wieder erneut einen Feind an. Kommen. So, verstanden. An der. Spasti. Okay, Lageinfo. Einstellen. Luftaufklärung hat ergeben, im Vorfeld befinden sich zwei Gruppen und eine ein Trupp. Wir sollen die jetzt aufreiben bzw. vernichten. Dazu fahren wir gleich zur Linie auf und setzen an die Ortschaft an. Hier 3, verstanden, Trennung, Antrag. Panzer rechts umfassend, frontal auf Patrouille auflaufen lassen, kommen. Auf 190, guckt mich einer an. Liegend, steht auf. 190? Zwei Mann. Feuer. Hier eins verstanden, auf der Karte eingezeichnet, blaue Linie, das gedachte Angriffsweg. Ein bekämpft. Hier drei, also links umfassend kommen. Ja, verstanden. Drei. Ihr fährt jetzt vor, wir fahren circa 50 hinter euch und drei. Zwei hält 100 Meter Abstand. Zwei verstanden, 100 Meter Abstand. Hier drei verstanden, besetzen uns in Bewegung, kommen. Eins verstanden, Marsch. Alles klar, Panzermarsch, blauer Linie folgen, links umfassend und Dorf. Frage, Geschwindigkeit? Geschwindigkeit 30. Kontakt 185, stehend. Mit M, welche Entfernung? Sind immer noch 500, 900. Sind immer noch 900, Auferkannten Feind, Feuer frei. Hast du es gehört? Auferkannten Feind, Feuer frei. Auf 180. Ja. 180, ein Feind, liegend. Zwei, einer ist noch dahinter. Bekämpft. Da liegt noch einer auf freier Pläne. Ist bekämpft. Auf Zelt, 3 Schuss. Okay, Zelt ist weg. Wo war da ein Zelt? Da war ein Zelt. Kurzfristig. Gut, wir ziehen jetzt nach rechts rein Richtung Komplex. Und zwar ist unter starken Heckbeschuss feindliches Fahrzeug Richtung Nordwesten. Nordwesten.
feindliches Fahrzeug. Oder bekämpfen durch Schützenpanzer an, feindliches Fahrzeug Richtung Norden. An alle, hinter 2 ist ein feindlicher Pickup. Ja, Pickup, hinter 2 auf 138. Bekämpfen. Treffer. Hier 3 Fahrzeug bekämpft, kommen. Nee, der kämpft doch. Ich hab keine Ahnung. Vor und rechts. Halt für 1 Treibstofftank beschädigt und Reifenschaden bzw. die Bäume zurück, Ende. 1 an alle streichen. Oh mein. vor uns direkt auf 3 Status. 276 Meter. 1 an alle Igel. Ist explodiert und weg. sofort sammeln, bei mir aufnehmen von Verwundeten und dann ausweichen. Ja, ja, 3 verstanden, setzen uns in Bewegung. Ich habe hier einen Minenmarkierung. Also rückwärts Marsch Richtung Igel. Wir haben da eine Minenwarnung. Ja, ich habe auch eine Minenwarnung direkt. Mann, ist das eine fortschrittliche jetzt. Technologie hier. Minenwarnung. So, jetzt auf Igel zufahren. Auf Igel, das ist die falsche Richtung. Reihe bräuchten dann die Deckung. Da wo es brennt. Das ist der echte Igel. Da wo es brennt. Achso. Ja, also der Igel ist immer da. Da wo ich wollte gerade sagen, das ist doch ja. Der Fuchs. Warum haben die das Ding auch gerammt? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Auch nicht. Aber das ist wohl taktisch so richtig. Du stellst dich quer Richtung Feind vor, dass die Leute bergen können. Ja, ja. Hat er noch einen, der ist aus dem Haus gelaufen? Ist bekämpft. Passt. Noch einer? Und halt. Pass halt. Auf 320. Ist immer noch Bewegung in dem Compound. 320, gut. Beobachten und bei Feindauftritt direkt bekämpfen. Mach euch alle nackig, ihr Assis. Oh, Beschuss. Beschuss auf 328. Hast du irgendwas wärmebildtechnisch? Ja, ja, ich hab'n. Passt. Da ist noch einer direkt im Tor, Eingangstor. Ja, ist erledigt. Bruder, der Raketenwerfer, das war knapp. Ja, das war sehr gut, dass du den bekämpft hast. Den habe ich direkt an die Hauswand die Airbus gegeben. Die ist echt blind irgendwie gemoddet. Ja, die ist irgendwie funktioniert die nicht richtig. Ja, man muss aber mal gucken, aber standardmäßig ist die nicht geladen. Man kann aber, wenn man in der Mission, kann man die Bewaffnung von den Fahrzeugen einstellen, dann kann man dem Puma ja noch richtige HE mitgeben. Ja, das wäre sinnvoll. Okay, krass. Weil das so macht das HE. 3 hängt euch an den BAT ran. Hier 3 verstanden, an den BAT ranhängen. Da liegt noch ein Rifleman vor euch, das ist euch klar, oder? Wir haben noch einen Mann am Boden. Was da ist denn? Haben Sie den jetzt vergessen? Der Michael liegt noch da. Ja. Was ist mit dem einen Mann, der da noch liegt, kommen? Wo liegt noch einer? Da liegt noch Michael, kommen. Ist er verwundet? Kann ich aus dem Panzer nicht sagen. Dabei 3 könnt ihr den bitte aufnehmen, wir müssen uns dann kurz zurückziehen. Jawohl, verstehen. Verstanden, 3 nimmt auf, kommen. Wenn bei uns sammeln, also tut. Wir nehmen den auf. Richtung 259. Oh, wir haben Kontakt. 59. Wo? Richtung Nordwest. Gib mal eine Kompasszahl. Ah, Fahrzeug, direkt bekämpfen. Ist gegen den Baum gefahren. Oh. OPZ hier Alpha kommen. Was zum? Da kommt selbst die Rakete nicht hinterher. Oh! Raketentreffer! Deswegen die Reaktivpanzer, oder? 3 hier, 1 kommen. Hier ist einer. Ein feindlicher Schütze auf 326 im Gebüsch direkt an Fahrzeug.
3, hier 1 kommen. Hier 3 kommen. Hier 1 Status. Wir Status grün, Fahrzeug bekämpft, kommen. BMP auf 322. Frage, habt ihr mich hier aufgenommen? Wir stehen im Feuerkampf, kommen. 1 verstanden. Micha so schnell wie möglich aufnehmen und zu uns aufschließen. Hier 3 verstanden, Ende. Wo ist ein BRT? 322. 322. OPZ hier Alpha, ist kommen. Ist er bekämpfbar? Oder ist er schon bekämpft? Die sind auf jeden Fall abgesessen. Kannst du mal die Entfernung zu den Infanteristen messen? Brennt aus. Hier Alpha, stehen im schweren Feuergefecht bei letztgenannter Position. 800. Ich sag nichts mehr über die Airburst. Ausgefallen, ein Schwerverwundeter in uns zurückkommen. Die sind auf ca. 750, 800. Also, BTR ist auf 750. Hier Alpha, links folgen verstanden. Auf 850. Frage, ist Combat Air Support möglich, kommen? Positiv, Combat Air Support ist unterwegs. Wir kriegen Beschuss rein. 1, verstanden. Ich kann es nicht ausmachen. 1, Lageinfo an alle. Die OPZ schickt Combat Air Support. Und wir ziehen uns danach zum Feldlager zurück. Guard verstanden, wir haben jetzt noch 200 am Board, sind bei der Behandlung und ziehen uns danach mit euch. Wo ist denn der Michael? Wir müssen, fahr mal zu Michael runter, da wo der auf der Karte eingezeichnet ist. Den müssen wir noch einsammeln. Warte halt. Was ist mit Deckung? Ja, aber du fährst uns drüber. Nee, das ist der da links daneben. So, okay. Oh. Airburst auf 37 runter. Wo? Wo sind wir? Von wo war der Beschuss? Wir haben 2 Tiger über uns, die gleich übereinander fliegen. Das ist Air Support. okay. Ist da jetzt das Ding? Dann sitze ich kurz ab. Komm an. Ich bin kurz abgesessen, ich schau mal, was der aktuelle Status ist. Bei 073 im Gebüsch ist das eigene, oder? Ja, ist er. 3, hier 1 kommen. Hier 3 kommen. Hier 1, Frage, wie ist euer Status, kommen? Hier 3 abgesessen, Verletzter wird jetzt ein Verladen kommen. Hier 1 verstanden, Ende. Haben gerade die Hubschrauberbesatzungen als Passagiere bekommen. Was zum Fick? Es wollen auch Panzergrenadiere werden. Michael ist tot. Oh. Die Eintiger bekämpft? Drei für zwei. Hat er ihn gerade wirklich erschossen? Drei für zwei kommen. Hier drei kommen. Seid ihr auf dem Weg? Hier drei negativ. In zwei Mike kommen. Wort verstanden, warten auf Position. Ende. Na, Michael ist verstorben, ne? Ja. Bin wieder an Bord, er kann nicht verladen werden. Ist verstorben an den Verletzungen. Wir bewegen uns jetzt zu. Wo? Eins hier drei kommen. Hier eins kommen. Hier drei, Michael ist in Verletzungen erlegen, bewegen uns jetzt zu zwei kommen.
1 verstanden. Irgendwas kaputt am Auto? Sieht gut aus. War nicht grün, ja. Ja, passt. Zur Info, ich hab gerade Mondstand. Airbus 35. Ja. MG? Spikes sind leer, MG ist bei 390 und Armor Piercing bei 184. Okay, machen wir MG, Sperrbestand 250 und Airbus machen wir 20. Okay. Die Airbus funktioniert doch, wie sie soll. Allerdings, das ist schon mal gut. Allerdings nicht ganz reliable. Okay, eins an alle, Fahrzeug 3 übernimmt ja die Spitze, Fahrzeug 2 gliedert sich dahinter an, Marschroute mit blau auf der Karte markiert. Hast du wohl verstanden? Bitte? Können wir kurz Plätze tauschen? Ich gehe auf Plätze 4. Alles klar. Danke, bis gleich. Hier 3, verstanden, übernehmen Spitze, folgen blaue Marschroute, kommen. Ich bin jetzt noch vorne. Jawohl, Marschgeschwindigkeit, Vollgas. Vorsicht, uns kommen zwei Leos entgegen. Drei. Meld das mal bitte über Großfunk. Was fahren? Wir fahren Tag 3, die Verkehr 3 eingekabelte, 3 eingekabelte. Feige Scheiße. Yep. Schauen wir mal, was der SPZ hergibt. Ich bin wieder da. Ja, 80. Wir können 80 fahren mit dem Plätzchen. Kann mir jemand die Marschroute abgeben? Ich sehe die auf der Karte nicht so wirklich gut. Die zweite rechts. Jetzt draufbleiben und dann. Draufbleiben die nächste und rechts. Alles klar. Eigene, Vorsicht, Kreuz. Achtung, eigene Kreuz. Kann ich machen, ja. Bin da, Kommando. Bin da. Perfekt. Alles klar, Panzermarsch. Alles was geht, Vollgas. Ja, noch mit Shift. Also ich muss sagen, das NATO-Symbol hinten vom BRT-Fennig müsste eigentlich noch angepasst werden. Ja, auf jeden Fall kein BRT. Okay, nächste Kreuzung. Gehen wir jetzt hier querfeld ein rüber, dass das ein bisschen weniger Wendigkeit ist. Okay. Wow. Okay. Ja, Folge der Straße. 3, versuch mal auf dem Weg zu bleiben. Hier 3 verstanden, wird gemacht, komm hin. Ich befolge nur Befehle. Ja, das war auch nicht dein Fehler. So ein Busch, Ich wusste nicht, dass ein Busch so widerstandsfähig ist. Aus der Fahrerperspektive sieht das irgendwie schneller aus. Naja, so schnell sieht es jetzt nicht wirklich aus, aber... Oh, wie spät ist denn eigentlich? Hat der Burger King noch offen? Ja. 5:02 gleich. Na, es ist Sonntag, ich glaube nicht, dass der noch offen hat. Am Wochenende haben die eigentlich bis 4 offen. Ja, dann kannst du mir was mitbringen.
Er ist doch fast auf dem Weg. Nee, ich muss nur ungefähr noch mal doppelt so weit in die falsche Richtung fahren. Vorne ist die Unfallstelle. Oh, die ist geräumt. Die ist geräumt. Ja. Hier drei Unfallstelle ist geräumt, kommen. Eins hier drei kommen. Hier eins kommen. Hier drei, Vorschlag, da wird's auf die Basis zufahren, wieder Führungswechsel kommen. Negativ, wir können vorne bleiben. Hier drei verstanden, Ende. So, links oder rechts? Rechts, ne? Rechts. Wenn ich es. Ja. Weil hier sind beide Sachen eingekreist. Ja, das ist auf jeden Fall der bekannte Weg. Welche Ortschaft in Sicht? Sehr schön. In Münden müssen wir dann wieder links. Welche Ortschaft sieht sehr schäbig aus. Ja. Also was ich sehr erstaunlich finde, ist, wenn du Vollgas gibst und du bist bei 80 und haust dann mal S rein. Mhm. Stehst dann instant. Ankerwürfe. Bam! Steh. Witz ist, Panzerbremse ist wirklich so. Ja, natürlich. Naja, die brauchen schon 15 Meter. Naja, aber die Ketten drehen sich dann nicht mehr. Nö, nö, das nicht. Aber kommt jetzt auf den Untergrund drauf an, wie schnell sie stehen. Und wie tief sie dann sind, weil sie sich dann eingebremst haben in den Boden. Ja, also die normale Betonplatte kriegt man mit einem Leo, mit der Wanne zumindest auf. Wenn der Turm drin ist, wahrscheinlich sogar noch tiefer. Mit offenem Motor gehen die aber auch 120. Ohne Turm. Hier links. Ja, ich habe mal ein Video gesehen, wo ein Leo auf der Stelle wendet. Auf Kopfsteinpflaster. Eins an alle, wenn wir das Main Gate passiert haben. Dahinter anhalten, absitzen. Kurz sammeln und dann gehen wir zur Abschlussbesprechung. Hier drei verstanden kommen. Ihr habt ihr mitgehört? Offen, oder? Ja, Tor ist offen. Mal sehen, wie viel diese Wand aushält. Ja.